Hallo meine lieben Stempelfreunde, mein Name ist Daniela Störl, ich bin unabhängige Stampin' Up-Demonstratorin und heute habe ich mir mal was Herbstliches für euch überlegt. Und zwar habe ich hier ein paar Geburtstagskarten gemacht und habe hierfür die Blätter verwendet aus dem Stempelset Jahr voller Farben. Denn ich habe jetzt die Herbstblätter noch nie benutzt und ich fand die allerdings total schön. Und deswegen habe ich gedacht, die müssen jetzt endlich mal eingeweiht werden. Und was mir so toll gefallen hat, ist diese mehrfarbigen Blätter, diese Farbverläufe. Und da wollte ich euch heute mal zeigen, wie man das macht. Ihr braucht natürlich noch eine Grundkarte, ist klar. Hier haben wir wieder unsere Grundkarte in 10,5 auf 14,8. Dann haben wir einen Aufleger in 10 cm auf 14,3. Und wir haben unsere Kartenbasis. Das ist 9,5 auf 13,8, also immer 5 mm weniger. Und damit fangen wir auch an. Das wird bestempelt, nachher wird das alles nur noch aufgeklebt, also geht eigentlich relativ schnell. Ihr braucht dazu natürlich ein paar Stempelfarben, damit ihr auch ein bisschen die Farbverläufe hinbekommt. Ich habe jetzt Mandarinorange, Osterglocke und Calypso verwendet. Das hier habe ich jetzt gar nicht erwähnt, ist übrigens Currygelb, aber ich habe kein currygelbes Stempelkissen, spielt gar keine Rolle, kann man wunderbar auch mit Osterglocke machen, denn nachher verschwimmt das eh alles ineinander. Ich werde euch zwei Techniken zeigen. Die erste Technik ist, wie ihr das nur mit Stempelkissen macht, und die zweite Technik, die ist dann, geht dann ganz schnell und ist auch total einfach. Da arbeiten wir dann mit Nachfüllern. Ich habe jetzt allerdings nichts in Orange da. Ich arbeite jetzt auch mit Osterglocke und Glutrot. Das zeige ich euch dann aber später. Es kommt dann auch darauf an, wie ihr das nachmachen wollt, ob ihr das lieber mit den Nachfüllern machen wollt oder mit den Stempelkissen. Genau, und dann fangen wir jetzt an mit der Stempeltechnik Nummer 1. Das ist eigentlich gar keine Stempeltechnik, sondern ihr stempelt einfach immer wieder übereinander. Ich habe hier jetzt mal ein bisschen Schmierpapier gerichtet. Ihr seht, hier habe ich schon vorhin ein bisschen rumgestempelt. Da tue ich mir jetzt die Stempelkissen richten. Hier haben wir Calypso. Mandarinorange tue ich mir hier außen hin, weil sonst weiß ich nachher nicht mehr, welches war welches. So. Und jetzt nehmt ihr euch das Blatt. Wer möchte, kann sich auch unsere Stempel- und Perforiermatte dazu nehmen. Das ist diese moosgummiartige Stempelmatte. Na, komm raus. Das ist diese hier. Die kann man sich auch noch drunter legen, weil gerade für diese großflächigen Stempel kann es manchmal sein, dass der Abdruck so wie hier, bei mir war es jetzt zwar gewollt, aber dass das halt nicht komplett durchgefärbt ist oder nicht so gut stempelt, da hilft euch diese Stempel- und Perforiermatte sehr gut. Ich fange jetzt mal an mit, das habe ich schon vergessen, Calypso war hier. Also ich gehe jetzt hier in Calypso, färbe mir das einmal komplett ein, dann stempel ich ab und nehme mir nur den sanfteren Aufdruck. Also das könnt ihr jetzt gerne auch mal machen, erstmal ein bisschen testen, bevor ihr nachher euer richtiges Papier verwendet. So bekommt ihr einfach ein bisschen ein Gefühl, wie ihr das machen wollt. Dann brauchen wir dazu, also ich brauche das, ich kann nicht ohne das, und zwar ist das unsere Schrubberkiste. Da haben wir ja hier eine Seite, wo man das feucht reinigt und hier trocknet man das dann nochmal. Da sprühe ich mir das schnell ein, tue mir das hier schön säubern, bis es ein bisschen anfängt zu schäumen, und dann trockne ich mir das, weil sonst ist ja ärgerlich, wenn ihr euch jetzt in die anderen Stempelkissen geht, zum Beispiel jetzt von Calypso in Gelb, dann tut ihr euch ja die Stempelkissen versauen, das wäre schade. So, jetzt gehe ich wie gesagt in Osterglocke. Da tue ich mir jetzt erstmal ganz leicht abstempeln. Also das ist jetzt so ein wirklich, da könnt ihr jetzt ein bisschen rumspielen, hin und her, wie gefällt euch das. Dann nehme ich mir wieder meine Matte. Eben dafür finde ich die jetzt echt, also wenn man da jetzt jedes Mal irgendwie mit Feuchttüchern oder ständig das unterm Wasserhahn abwaschen muss, da wird man ja wahnsinnig. Und Feuchttücher sind ja eh nicht so gut für die Stempelaufdauer, also ich empfehle euch die wirklich nur, die Schrubberkiste. So, ich habe mir das jetzt so ein bisschen eingefärbt, dass man jetzt nur so ein bisschen die Ecken hat. Dann tue ich mir das nochmal hier
aufstempeln. Da das Clear Stamps sind, kann man das auch wunderbar so machen. So, jetzt sieht man natürlich den Übergang extrem. Also mache ich es wieder sauber und stempel jetzt wieder mit Gelb. Und so mache ich jetzt die ganze Karte. Bis mir das in etwa gefällt. Ich bin jetzt nochmal mit Gelb drüber. Ihr könnt jetzt auch nochmal mit der anderen Farbe drüber gehen, bis das so einen schönen Übergang hat. Also da könnt ihr jetzt wirklich so ein bisschen spielen. Ich weiß jetzt gerade selber nicht, was ich jetzt mache. Ich mache jetzt nochmal Mandarinorange. Ja, jetzt habe ich ihn doch ganz eingefärbt, aber ihr könnt da eben auch gucken, dass ihr euch das nicht komplett einfärbt. Jetzt ist total schief. Das kommt davon, wenn man nicht direkt mit dem Kopf über dem Stempel ist. So, und jetzt zum Schluss. Habe ich meinen Stempel verloren? Wo ist er? Hier. Dann tue ich mir mit dem Stempel einfach zum Schluss noch mit der dunkelsten Farbe. Das war Mandarinorange. In dem Fall bei mir ist es Mandarinorange. Könnt ihr dann hier nochmal drüber. Und finde ich, sieht total schick aus. Und so machen wir das jetzt auf unserem Original. Ihr könnt ja noch ein bisschen üben, wenn ihr wollt. Es war einfach nur, damit ihr seht, wie das geht. Also es ist total einfach, es gibt da auch keine Regel. Ich finde, das macht auch total Spaß, weil man da ein bisschen, sich ein bisschen kreativ wieder entfalten kann, da ein bisschen rumspielen kann und jede Karte wird dann natürlich komplett anders. Jetzt stempel ich mir das hier auf. Und da ist es jetzt auch schön, die Abdrücke müssen ja nicht komplett durchgefärbt sein, die müssen auch nicht perfekt sein. Wichtig ist nur, dass ihr natürlich immer wieder die richtige Stelle trefft und nicht verrutscht mit dem Stempel. So. Also, ich finde, sieht total schön aus. Mir reicht es jetzt auch schon so. Ich stempel jetzt hier mal ein bisschen weiter. Macht das euch aber mal ein bisschen schneller, weil sonst geht das hier wieder ewig. Jetzt hier ein bisschen wild rumgestempelt. Das ist jetzt mein Ergebnis. Es ist jetzt bei mir ein bisschen krumm und schief, weil ich nicht wollte, dass ihr jedes Mal meinen Kopf seht. Aber ich finde, es ist sehr schön geworden. So, wenn ihr euch das jetzt hier auflegt, sieht es dann auch richtig schön aus später mit dem Hintergrund nochmal. Und dann könnt ihr, wie gesagt, euch da ein bisschen Band drauflegen. Da vielleicht das hier noch drüber. Habe jetzt einfach wieder mit meiner Fähnchenstanze rumgespielt. Ihr wisst, ich liebe die total. Und dann habt ihr hier noch einfach ein bisschen was drauf. Je nachdem, wie ihr das machen wollt. Ihr könnt auch das Band hier drüber legen. Ich finde, da kann man halt jetzt einfach ganz einfach ohne großen Aufwand hier echt schöne Text noch machen. Und ich finde, mehr braucht es auf die Karte auch gar nicht. So zum Beispiel. Und dann mit dem Hintergrund. Also wird dann total schön, finde ich. Und jetzt möchte ich euch aber noch die andere Technik zeigen. Dann nehme ich mir jetzt auch nochmal mein Schmierpapier drunter. Und was ihr dazu jetzt braucht, sind, wie gesagt, ein paar Nachfüller. Wir arbeiten jetzt nur mit Nachfüllern. Und
Babyfeuchttücher. Oder einfach Feuchttücher. Die tut ihr euch jetzt da so hinlegen. Und könnt ihr auch mehr übereinander, damit das nachher nicht so durchläuft. Das ist nämlich jetzt total einfach. Dann braucht ihr nochmal eure Basis. Ihr könnt euch auch hier nochmal ein extra Schmierpapier auf die Seite legen zum Probieren. Also ich würde bei so Sachen immer erstmal auf einem Probeschmierpapier gucken und dann erst auf das eigentliche Blatt stempeln. So, wie gesagt, ich habe leider keinen Orange-Nachfüller, deswegen mache ich jetzt hier das mit Gelb. Da träufelt ihr euch jetzt einfach so nach Lust und Laune ein bisschen Farbe drauf. Ich mache das hier auch nochmal, damit die nicht, nachher nicht alle gleich sind. Mache ich da ein paar verschiedene. Und dann mischt ihr euch das noch ein bisschen mit Rot. Ich will jetzt eins, was nicht so viel Rot hat. Dann will ich eins, was ein bisschen mehr Rot hat. So. Einfach mal so. Pi mal Daumen. Dann könnt ihr auch... Grün habe ich auch keinen Nachfüller, aber das macht nichts. Ich nehme jetzt hier einfach ein bisschen... So ein Stamping-Marker. Mit dem geht das auch. Ich kann jetzt hier auch noch ein bisschen mit Pfirsich. Also da könnt ihr jetzt einfach so ein bisschen mischen. Also mit den Markerstiften geht das genauso gut. So, und jetzt seht ihr, das verläuft ja alles schon ein bisschen. Und jetzt... ist das hier quasi euer Stempelkissen und ihr geht jetzt mit dem Blatt einfach da drüber und es nimmt dann die Farbe auch schön auf und ihr seht jetzt hier, da haben wir jetzt unseren Stempel und dann haben wir hier unseren Abdruck. Also wie gesagt, ihr könnt auch dafür die Matte nehmen, ist für die Technik jetzt vielleicht doch ein bisschen besser. Nehme ich mir jetzt auch noch mal, schnappe ich mir das hier. Ihr seht, es läuft hier alles durch. Nein, das geht nicht. Schmierpapier, ganz wichtig. So. Ich habe hier echt so wenig Platz. Und sonst könnt ihr dann auch einfach noch mal drüber stempeln. Das ist ja das Tolle an unseren Clear Stamps. Wie gesagt, für mich schwierig, ohne dass ihr meint, doch, jetzt seht ihr meine Brille. Nein, das geht nicht. Wie gesagt, für mich ist das ein bisschen schwierig, da ich nicht will, dass ihr meinen Kopf seht. Ihr sollt ja sehen, was ich hier stempel und nicht meinen Kopf. Ja. Aber ich denke, ihr habt es verstanden. Da ist es jetzt auch nicht mehr so wichtig. Da müsst ihr jetzt auch nicht ständig wieder den Stempel sauber machen. Also ich finde, das ist eine schnelle Technik, das zu machen. Die andere, finde ich, macht persönlich ein bisschen mehr Spaß, weil man da ein bisschen mehr rumspielen kann. Allerdings geht das hier auch viel schneller. So. Und da könnt ihr euch dann auch einfach ein bisschen austoben. Hier nochmal eine. Und da ich jetzt hier, wie gesagt, drei verschiedene Fleckchen gemacht habe, haben die dann auch nicht immer die gleiche Farbe. Denn wenn ihr das immer mit demselben macht, sehen die nachher alle in etwa gleich aus. Ja, meins wird jetzt nicht perfekt, weil das ist total schwer so, wenn ich nicht mit dem Kopf drüber bin, da genau die Mitte zu finden. Aber es geht ja nur darum, damit ihr versteht, wie das gemacht ist. Aber ich finde... mit der Technik muss es auch gar nicht so perfekt sein. Ich finde, irgendwie hat es noch ein bisschen was, dass das jetzt noch so ein bisschen schief ist. Und das sage ich selten. So. So machen wir das jetzt einfach auch nochmal, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Der ist jetzt auch witzig geworden, oder? So, ich finde es schön. Ich mag sowas, wo man so ein bisschen rumspielen kann, sich austoben kann. Zack.
Es kann auch sein, dass ihr dann zwischendrin mal nachfüllen müsst, weil ich merke jetzt, okay, jetzt geht mir langsam die Farbe aus. Also ihr könnt dann jederzeit auch noch mal irgendwo ein bisschen drüber träufeln. Ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen Gelb oder so drauf machen. Wenn ihr merkt, oh, der Abdruck ist nicht mal so satt. Die sind allgemein nicht so satt, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Farbe ihr hier verwendet. Ihr könnt jetzt auch zack, 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 einmal komplett durch alle durch. Also da ist jetzt, gibt es jetzt gar keine Regel. Das gleiche könnt ihr auch mit dem Stempel machen. Dann hat es nämlich auch noch diesen Farbverlauf. Ich hole mir das jetzt ein bisschen hierher, weil der sollte jetzt nicht allzu schief werden. So, okay, der hat es jetzt gar nicht genommen. Also da muss ich jetzt noch ein bisschen Farbe aufnehmen. Oder ihr könnt sagen, ihr tut euch das jetzt mit dem Stempelkissen aufstempeln, wenn euch das dann zu heikel ist. Also das ist euch überlassen. Aber ich finde es eine total coole Idee. Ach, Entschuldigung. So. So, jetzt ist es schon besser geworden. So, ich habe jetzt meine Karten schon fertig zu Ende dekoriert. Ich hatte hier die Stempel verwendet aus dem Stempelset Birthday Blossoms. Und zwar dieser Have a Beautiful Birthday, finde ich, passt wieder wunderbar zu unserer Etikettenstanze. Und ja, ich finde, es passt einfach wieder wie die Faust aufs Auge. Bei dem hier habe ich noch ein bisschen den Rand geinkt. Das könnt ihr wunderbar machen mit unseren Fingerschwämmchen. Da habe ich dann einfach noch ein bisschen hier die Ränder nachgezogen, dass es nicht ganz so nackig war. Und ja, ansonsten hier wieder mit Band gearbeitet. Das ist das Band Currygelb aus unserem Hauptkatalog. Das ist, glaube ich, auch passend zu der Serie Ja voller Farben. Da gibt es ja eine komplette Serie dazu. Das habe ich verwendet. Das hier ist Mandarinorange. Das gibt es leider nicht mehr. Aber das muss jetzt auch noch verarbeitet werden. Ja, hier habe ich noch ein paar Lackakzente. Wie heißen die? Lackakzente mit Glitzereffekt. Die sind eben auch aus diesem Set. Ich habe ehrlich gesagt einfach noch viel zu selten damit gearbeitet. Ich denke, ich werde jetzt auch das gleiche nochmal mit den Schneeflocken probieren. Es ist ein wunderschönes Set. Wie gesagt, ja, voller Farben. Durchs ganze Jahr hin könnt ihr damit Geburtstagskarten, alle möglichen Karten basteln. Und ich bin eigentlich auch nicht der Herbsttyp. Ich weiß, ich bin auch nicht der Grüntyp und Halloween mache ich auch nicht. Nee, nee, klar. Aber diese Blätter, die haben es mir angetan. Die fand ich echt schön. Die haben sogar mich dazu begeistert, etwas Herbstliches zu machen. Also, ich habe das Band hier hinten übrigens mit Gludots angebracht. Und das wird dann jetzt einfach nur noch hier aufgeklebt. Der Rest ist schon fertig. Das erklärt sich, glaube ich, von selber. Das hier eigentlich auch, aber wer neu ist, weiß das natürlich noch nicht, wie das gemacht ist. Das ist einfach wichtig, dass man das macht, bevor man es aufklebt. Den anderen Teil habe ich mir schon auf die Karte aufgeklebt. Jetzt kommt das hier drauf und ich finde, es ist total schnell eine schöne Karte gemacht. Ich finde sie total schön, also dafür, dass es eine Herbstkarte ist. Ich finde sie richtig schön, also ich kriege jetzt doch noch richtig Lust auf den Herbst, ganz ehrlich. Ja, ich hoffe, euch haben die Karten genauso gut gefallen wie mir. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleibt kreativ, eure Daniela.